Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Backvideo. Ich zeige euch heute den leckersten und erfrischesten Lemon Cheesecake. Wir legen gleich los zu den Zutaten und Zubereitung. Wir benötigen einmal Butterkekse, die habe ich einmal grob gemahlen, Butter, dann Zucker, Frischkäse oder Quark. Da habe ich hier Sahne, Zitronensaft, zwei Eier, Vanillepaste und etwas Mehl. Als allererstes bereiten wir die Cheesecake-Füllung. Und zwar bräuchten wir einmal den Frischkäse, geben wir einmal in eine Schüssel und da geben wir gleich den Zucker, Zitronensaft, Vanillepaste hinzu und schlagen das einmal cremig. Ihr findet natürlich alle Mengenangaben unten in der Videobeschreibung. Jetzt geben wir nach und nach Eier hinzu. Also ich habe zuerst mal ein Ei reingegeben, richtig schön cremig geschlagen. Dann habe ich die Sahne hineingegeben, auch hier cremig geschlagen und dann das zweite Ei. Und hier dann auch wieder gut miteinander vermengen, bis man nichts mehr erkennt. Und dann das Mehl hinzugeben und klumpenfrei einmal schlagen und schon ist unsere Cheesecake-Füllung fertig. Die Margarine zu den Butterkekse hinzugeben und einmal gut vermengen, dass die Butter mit den Kekse miteinander vermengt sind. Dann in eine Springform mit Backpapier belegte Springform die Kekse schön gleichmäßig verteilen und am besten entweder mit einem Mörserklopfer schön flach klopfen. Oder mit einem Löffel geht auch ganz einfach, aber mit so einem runden Küchenteil geht es auch ganz gut. Ich gebe jetzt erstmal die Hälfte der Füllung erstmal auf den Keksteig verteilen. Dann habe ich in einem Spritzbeutel etwas Lemon Curd umgefüllt und so spiralförmig, spiralförmig reingespritzt. Dann die zweite Hälfte drauf gegeben, schön gleichmäßig verteilen. Das gibt noch so einen extra Kick Lemon Geschmack, also Zitronengeschmack. Dann habe ich den Backofen natürlich schon vorher vorgeheizt und in einer feuerfesten Auflaufform, am besten könnt ihr dann nehmen, Wasser hineingeben und das auf dem Backofenboden reingeben. So entsteht ein Dampf und dieser Dampf lässt das Ganze, dass der Cheesecake nicht reißt und dass der schön fluffig und cremig bleibt. Genau. Dann in dem vorgeheizten Backofen backen. Am besten so lange backen. Also ich habe den Teig circa 45 Minuten backen lassen, bis die Oberfläche so leicht, bis der Rand so leicht gebräunt ist. Ich habe den Backofen 45 Minuten lang nicht geöffnet, weil so verhindert man auch einen Riss bei dem Käsekuchen.
Dann nach den 45 Minuten habe ich den Ofen einmal ausgeschaltet und die Backofentüre offen gelassen, bis der Ofen sich abgekühlt ist. Und dann habe ich den Kuchen nochmal drinnen gelassen, bis der komplett abgekühlt ist. Erst dann habe ich den vom Backofen rausgeholt. Ich wollte nur dazu sagen, dass für die Deko habe ich hier einmal weiße Schokolade geschmolzen im Wasserbad und drüber verteilt. Dann habe ich Lemon Curd in der Mikrowelle erwärmt, damit sie so leicht so flüssig wird, und so auf die weiße Schokolade Pünktchen drauf gemacht und mit einem Zahnstocher so Muster gezeichnet. Leider war mein Baby hier etwas unruhig und ist so optisch nicht so geworden, wie ich es gerne haben wollte. Trotzdem geschmacklich ist es Bombe. Ich habe noch etwas Sahne steif geschlagen und drauf gespritzt und mit Zitronenscheiben garniert. Ihr könnt den Cheesecake natürlich so dekorieren, wie ihr wollt. Das war meine Idee. Wie gesagt, leider nicht so optisch geworden, wie ich es gerne haben wollte. Optisch sieht er vielleicht nicht sehr schön aus, aber dafür geschmacklich richtig lecker, erfrischend und cremig. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich weiterhin unterstützt mit euren Kommentaren, euren Abos. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Tschüss!